Hallo, ich bin Philipp und zeige euch heute unseren Lacanche Cluny. Das ist unser meistverkaufter Herd im Sortiment. Wird gefertigt in Burgund in Frankreich und ist benannt nach einem alten Kloster. Und genau, das wird in Burgund gebaut. Das ist der in Schwarz mit Nickelgriffen in diesem Fall. Es gibt den in verschiedenen Ausführungen, vor allem erstmal verschiedenen Kochfeldern. Dies hier ist das meistverkaufte auch, das ist das Traditionskochfeld. Aber wir haben genauso ein normales Gaskochfeld, wo der Brenner in der Mitte offen ist. Das ist der 5 kW Brenner, der direkt offen ist und keine Traditionsplatte oben drüber hat. Daneben gibt es noch zwei elektrische Kochfelder, einmal mit Ceran, wird immer noch genauso gebaut in Frankreich, und hier mit Induktion. Bieten wir beides an, kann man genauso auswählen für den 1 Meter Herd. Eine weitere Variante fürs Kochfeld gibt es noch. Hier haben wir das Kochfeld mit 5 Brennern in 16 kW. Das kann man noch gedrosselt haben mit 11 kW Leistung. Mit weniger Leistung, wenn man denn möchte, dann kann man auch in sehr kleinen Küchen so einen Herd anschließen. Hier haben wir den Lacanche in Schwarz, wie gesagt, mit 2 Backöfen, das ist der Cluny. Die kann man auswählen, was man hier haben möchte. In unserem Fall haben wir hier einen Gasbackofen und einen Elektrobackofen auf dieser Seite. Die Besonderheit an diesen Backöfen ist, dass sie mehr Tiefe haben als andere Herde. Dadurch ist dieser Herd von den Dimensionen her wie ein normaler Einbaubackofen von Smeg oder Miele sehr groß. Hier drin passt auch der größte Breter der Firma Stob, passt in den kleinen Backofen von Lacanche. Der kann, sieht man hier oben am Kochfeld, der ist 47 cm und passt auch genauso in den Backofen. Man kann wählen bei den Backöfen. In 3 Funktionen gibt es. Es gibt entweder einen Gasbackofen, einen Ober-Unterhitze-Backofen oder einen Heißluftbackofen. Die beiden elektrischen Backöfen haben immer noch einen Grill, den man dazu wählen kann. Dann kann man hier am Schalter die Temperatur einstellen. Und wenn man über maximal hinausdreht, geht die Funktion aus und dann geht der Grill an. Und dann hat man eine Oberhitze. Und diese kann man auch bei geöffneter Tür weiterlaufen lassen und dabei zuschauen, wie irgendwas gegrillt wird. Eins der schönsten Zubehörbauteile für diesen Herd ist die Grillplatte. Hier haben wir die Plansche. Die wird üblicherweise seitlich auf die Brenner aufgelegt, weil diese haben beide jeweils 3 kW Leistung. Ich kann die beide anmachen oder nur den hinteren für eine schärfere Hitze hinten und wenig Hitze vorne, gar keinen Brenner oder auf einem kleinen Brenner. Die Grillplatte wird einfach aufgelegt, erwärmt, macht die momentlang an und arbeite auf der Grillplatte einfach mit einem Metallschwachtel. Die ist genauso aus Gusseisen wie alle anderen Bauteile, aber doppelt emailliert. Ich kann darauf rumkratzen, das ist eine Emaille-Oberfläche, ist letztlich dieselbe Oberfläche wie auch der Herd. Auch auf dem Herd kann ich theoretisch rumkratzen, wenn ich denn möchte, weil das Ganze emailliert ist. Das ist eine Dimension, da hat man locker die Dimension von 3 Pfannen. Da kann man von natürlich Kleinigkeiten wie Fischstäbchen für Kindergeburtstage, aber natürlich auch Hamburger für 8 Leute gleichzeitig, Fleisch, aber auch Gemüse, Bratkartoffeln, alles was man so anbrät. Hier haben wir in der Mitte auch den 5 kW Brenner unter der Traditionsfläche. Für die Traditionsplatte verwendet man den Brenner eigentlich nur auf kleinster Stufe. Man zündet den Brenner, macht ihn an, aber nur auf ganz kleine Leistung, weil man will mit dieser Platte simmern. Es geht darum, mit wenig Hitze zu arbeiten über einen längeren Zeitraum. Zum Beispiel einen Reis, den man aufkocht, dann kann man den Brenner vielleicht auch ganz wieder ausmachen und ihn einfach nur ziehen lässt. Natürlich genauso Milchreis, kleine Soßen einkochen, aber auch mit dem großen Breter, wie wir hier haben. Wenn man das nicht im Backofen macht, kann man auch auf dieser Platte mit 2 großen Töpfen arbeiten. Und der 5 kW Brenner ist auch in der Lage, dass man den mit voller Leistung laufen lässt. Und dann könnte man auch einen 20-25 Liter Topf problemlos mit der gusseisernen Platte zusammen hier oben drauf erwärmen. Wenn man den Brenner offen verwendet, dann ist es etwas anders von der Funktion. Die Hitze ist erheblich stärker im Topf, weil die Platte nichts mehr schluckt. Wenn die Platte hier geschlossen ist, dann nimmt die natürlich einen großen Teil dieser Hitze auf. Und hier kann man das offen verwenden. Und könnte zum Beispiel einen Wok verwenden. Dieser Wokring passt auf alle Brenner, ich kann den überall auflegen, aber er passt auch in einer Funktion hier in die Mitte und dann kann da ein Wok drauf verwendet werden. Wo man auch direkt sieht, dies ist noch kein richtig großer Wok, aber man sieht die Dimension des Kochfeldes. Man hat ein Gastronomie-Kochfeld, das ist 1 Meter breit. Ich habe hier einen Brennerabstand von 28 cm.
Im normalen Haushalt sind das oft nur 20 cm. Ich habe hier mal Beispielpfannen. Typische Haushaltspfanne, das ist eine kleine und eine große Pfanne, 28 cm, 20 cm. Das ist normalerweise das Maximum, was ich hintereinander auf dem Herd gestellt bekomme im Haushalt, weil ich auf einem Cerankochfeld einfach nicht mehr Platz habe oder auch in einem Gaseinbaukochfeld, um da mehr drauf zu stellen. Da wir hier ein Gastronomiemaß haben, ist es kein Problem, mit zwei 28er Pfannen hintereinander auf dem Kochfeld zu arbeiten. Daneben würde noch ein großer Wok in die Mitte passen und wenn man möchte, auch natürlich noch weitere Kochelemente, Töpfe, Fritteusen und so weiter. Die Besonderheit bei der Conche nochmal an dem Wokring ist, die kann auch hier verwendet werden, entweder auf dem 4kW-Brenner auf der Ecke vorne oder in der Traditionsplatte. Wobei die Leistung ein bisschen ähnlich ist, weil auch hier von dem 5kW ein bisschen was verloren geht, weil die Platte das aufnimmt. Aber der Wokring passt auch hier drauf und kann auch mit der Traditionsplatte genauso verwendet werden. Neben dem Laconche Cluny gibt es noch zwei weitere Geräte in 1 Meter Breite von Laconche, die Geschwister. Das ist einmal der Laconche Chagny. Der Chagny hat die gleichen Backofenformen, die gleiche tiefe Backröhre, wo auch der große Breter reinpasst. Eine Schublade unten drunter, kann immer verwendet werden als Staufach, aber man hat nicht eine zweite Schublade. Da, wo der Laconche Cluny noch eine zweite Schublade hat, ist hier der Backofen tiefer verbaut. Ist dadurch ein bisschen weit unten. Hier sehen wir gerade ein Gitter und das ist ein französisches Patisserieblech. Und hier oben drüber ist der Grill. Das ist ein Grillbackofen. Der hat die Funktion Unterhitze erst einmal bis 300 Grad verwendbar. Perfekt, um da drin Pizzasteine zu verwenden, Pizza zu machen. Das funktioniert genauso wie im Gasbackofen, aber ich kann ihn auch wieder als Grill verwenden und mit geöffneter Tür wie ein Salamander Kleinigkeiten nochmal rösten. Genau. Und dann gibt es als weiteres Modell den 1 Meter Herd Vigeot und Volnay. Dies hier ist der Vigeot, es gibt ihn aber spiegelverkehrt, dann heißt der Volnay, benannt nach kleinen Weinorten im Burgund. Das sind wirklich kleine Dörfer mit 200 Einwohnern und das sind Weinregionen für französische Weine. Der hat den großen Gastronomiebackofen und einen seitlichen Schrank. Hier im Schrank kann man beispielsweise Pfannen lagern oder auch noch einen Breter drin stehen. Dies hier ist ein GN, ein Gastronomiemaß ist es. Das wird in der Gastro standardmäßig verwendet und wir haben hier eine Breite von 53 cm. Dieses passt genauso auch in den Gastro-Backofen, den Laconche verbaut. Aber dieser Backofen hat mehr Tiefe, deswegen kann er auch größere Gitter und Bretter aufnehmen. Aber es passen die Gastrobleche rein. Und genauso ist dieses hier ein Gastronomie-Backblech, welches seitlich wiederum auch in den Wärmeschrank gestellt werden könnte oder geparkt werden könnte. Es ist nicht nur ein Wärmeschrank, es ist auch wirklich als Schrank gedacht, das Ganze. Aber man kann zu Weihnachten oder auch mal was vorwärmen, warm halten, Niedertemperaturgaren oder vielleicht einfach nur Teller vorwärmen. Auch dieser Herd hat hier unten wieder eine Schublade mit Anleitung in diesem Fall. Man hat als Metallmöglichkeiten verschiedene Optionen. Wir haben hier die Oberfläche Messing, dann sind die Endstücke in Messing, die Knebel sind in Messing und natürlich das Laconche Emblem. Gebaut werden die aus Vollmaterial Messing. Das hier ist ein angelaufenes, älteres, was hier rumliegt in unserer Ausstellung. Das ist wirklich massiv Messing und das gilt für diese ganzen verschiedenen Bauteile. Wenn man möchte, kann Messing aber auch verchromt sein. Bei diesem hier ist das Messing verchromt. Dann sind die Endstücke, die hier golden sind, in diesem Fall alle verchromt von der Oberfläche. Und dann haben wir hier vorne bei dem schwarzen, in dem Fall nickelglänzend gewählt. Ist die gleiche Oberfläche, sieht sehr ähnlich aus, ist aber etwas wärmer vom Farbton her und kann genauso ausgewählt werden. Nicht hier ausgestellt, gerade haben wir noch Edelstahl. Dann ist die Stange und auch das Endstück und die Griffe, alles in Edelstahl, kann genauso gewählt werden für die Geräte. Dies war ein kleiner Überblick über die 1 Meter Geräte von Laconche. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
gerne unsere Videos liken, kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir sind Welter und Welter aus Köln und wir bauen Küchen im Ganzen, aber wir sind auch spezialisiert auf diese Art von Standherren und haben darüber noch sehr viele weitere Marken.